Hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Wieder zu einem neuen Video von der Saar aus Dessau und diesmal kein unterwegs in Dessau-Video, sondern ein, wie ihr schon drunter lesen könnt, Lifehack-Video. Ich bin ja bei manchen Dingen echt am Verzweifeln gewesen und deswegen mache ich jetzt dieses Video für euch und zeige, was ich rausgefunden habe. 10 Lifehacks. Produkte, die wir jeden Tag fast falsch verwenden. Rund ums Essen! Das erste ist bei mir Toblerone. Toblerone, die schöne, leckere, süße Schweizer Süßigkeit, breche ich folgendermaßen ab. Das ist bis jetzt, wie es für mich sich herausgestellt hat, falsch, weil man das nämlich eigentlich nach innen bricht. Das muss man mir aber erstmal sagen. Toffifee ist echt lecker. Schokolade, Karamell und Haselnuss, ich esse es so gern. Aber sind wir nicht alle mal ein bisschen ehrlich? Sind wir nicht am Verzweifeln, diese ganze Packung immer rausnehmen zu müssen oder eins von unten rauszudrücken? Das ist nervig, vor allem wenn die richtig fest sind und dann kommen fünf hinterher und du wolltest bloß eins. Die anderen fünf sind dann auch weg, aber es ist, du wolltest bloß eins. Deswegen, das ist Taktik. Jedenfalls habe ich herausgefunden, dass da sind so bei zwei Mulden, die ich euch gerade zeige, und da kann man das einfach rausdrücken. Kennt ihr den Werbesong noch von TikTok? TikTok ist die milde Taktik. Ja, und zwar TikTok. Wir alle kennen es und wir alle hassen es. Schütteln. Wenn du die Packung neu aufmachst, schütteln. Und entweder kommt keins oder es kommen gleich alle. Es ist doch total beschissen. TikTok hat sich da Abhilfe verschaffen schon eine ganze Weile. Das kriege ich bloß nicht mit. Denn da gibt es auch eine kleine Mulde im Deckel, wo man dann das rausholen kann. So was muss man mir sagen. Cookies. Jeder isst sie gerne, denke ich doch mal. Schokoladencookies. Kann man ja mit einem Glas Milch dazu essen. Aber man kann die Milch auch in die Packung schütten. Apropos Milch. Das ewige Leiden der schwabbernden Milch in den Kaffee. Ja, das hat ein Ende. Denn man kann die Milchpackung umdrehen. Und so müssten wir sie auch eigentlich verwenden, aber so macht das keiner. Chips. Chips. Wer isst sie nicht gerne? Ich esse ja am liebsten diese Stapelchips. Und da haben wir nämlich folgendes Problem. Wenn du vor dem Fernseher sitzt und in der Packung die letzten, die da noch übrig sind, ganz unten und du kippst die Chips, so wie ihr es gerade seht, und dann kommen die ganzen Krümel mit und du denkst dir so, warum denn? Ich habe Abhilfe. Man faltet oder man rollt einfach mal ein Blatt Papier und rollt das da rein, führt das ein und dann zieht man das Blatt Papier einfach raus und hat die ganzen Chips. Vorausgesetzt, ihr habt ein Blatt Papier auf der Couch. Ja, oder Lust aufzustehen und ein Blatt Papier zu holen. Ansonsten nimmt er die Krümel einfach in Kauf. Zu Chips schmecken Cola, Fanta, Sprite am besten. Ich trinke Cola am liebsten aus der Dose und habe da folgendes Problem. Der Strohhalm. Weil ich schneide mich sonst, das ist scheiße. Der Strohhalm an der Cola-Dose bewegt sich hin und her. Und du bist gedankenversunken und willst das ansetzen und der bewegt sich hin und her. Das ist scheiße. Abhilfe! Man nimmt diesen Nippel oben, den ich eigentlich prinzipiell abmache, jetzt nicht mehr, dreht man um und dann ist der Strohhalm in der Cola-Dose. Jetzt kommt das, was ich am Anfang schon gesagt habe, nämlich die Frischhaltefolie. Ja. Und zwar muss man einfach, also Frischhaltefolie kennt ihr ja, wenn dann abreißen und nur Stückchen in da. Wenn ihr diese kleinen Laschen am Rand von der Packung eindrückt, da steht auch hier drücken, da guckt keiner hin. Wer guckt da hin? Ja.
Wenn man die eindrückt, geht das ganz, ganz einfach, diese Frischhaltefolie abzuziehen. Aber kann man da nicht an dem Packungsende schreiben, hier bitte eindrücken? Nicht an den Rand, sondern da Pfeile hinmachen? Jetzt noch ein kleiner Tipp für die Hobbyköche unter euch. Kennt ihr das nicht auch? Wenn du etwas kochst in der Pfanne oder was brätst, ist mir egal, und ihr müsst den Kochlöffel weglegen. Neben den Topf auf die Arbeitsfläche und danach sind diese bescheidenen Flecken. Und diese bescheidenen Flecken kann man vermeiden, indem man einfach den Kochlöffel in das Loch im Stiel, der eigentlich zum Aufhängen der Pfanne da ist, einfach den Kochlöffel da reinstülpt. Ein super Kochlöffelhalter. Stellt euch vor, ihr geht picknicken. Nehmt einen Joghurt mit oder zwei als Dessert. Und dann stellt ihr fest, ihr habt die Löffel vergessen. Kein Problem, dieser hat Abhilfe, denn man faltet sich einfach einen aus dem Deckel von dem Joghurt. Und das geht. Seht selbst. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Ganz einfach. Vorausgesetzt, ihr habt einen niedrigen Pudding, also wenn jetzt, oder einen Joghurt. Ja, wenn ihr jetzt einen großen Becher habt, das macht sich schlecht. Aber sonst, gute Idee. So, das waren meine Lifehacks für euch und die ich rausgefunden habe. Ich habe natürlich noch ganz viele im Repertoire, aber einige wollte ich euch nicht vorenthalten, denn vielleicht gibt es sogar ein Part 2. Und wenn euch das Video gefallen hat und dieser aus Dessau vielleicht mehr Lifehacks machen soll, dann schreibt es doch einfach unten in die Kommentare und ich nehme das natürlich auch zu Herzen. Und wenn euch das Video sonst gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da oder einfach sogar ein Abo. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Lifehacks habt, die ihr mal auf meinem Kanal hier sehen wollt, die ich dann mache, könnt ihr das mir natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jedes Kommentar von euch. So, dieser aus Dessau sagt Tschüss, wünscht euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Tag-Video oder hören uns beim nächsten Unterwegs in Dessau. Dieser aus Dessau sagt Tschüss!